Ja, vielen Dank, Ingo. Ich hatte das so verstanden, dass ich zu dieser Veranstaltung heute eingeladen worden bin, um eine moralphilosophische Steilvorlage zu bieten gewissermaßen und bin auch gerne bereit, genau das zu tun. Der Titel meines Vortrages, es gibt nur einen vernünftigen Grund, Freiheit gesellschaftlich verwirklichen zu wollen, Doppelpunkt Moral, war mit Bedacht provokant gewählt und verlangt nach ein paar Bemerkungen zur Moral und zu linker, also zu emanzipatorischer Kritik an Moralvorstellungen am Anfang. Wenn Linke Moral kritisieren, dann hat das meistens den richtigen und sympathischen Zug, sich gegen in Konventionen geronnene Machtverhältnisse zu wehren, die jeden Menschen in dieser Gesellschaft von klein auf tyrannisieren. Also dies tut man nicht, jenes gehört sich nicht, man könne doch nicht einfach und so weiter. In solcher Art meistens anonymen Formulierungen, die sich als Selbstverständlichkeiten und darum als nicht kritisierbar darstellen, weil sie sich nicht auf Argumente, sondern auf Konventionen berufen, weisen bürgerliche Verhaltens- und Wertvorstellungen das eigene Handeln in meistens enge Schranken. Dies wird dann alltagssprachlich Moral genannt. Ich möchte es in Abgrenzung zu dem Moralbegriff, den ich später entwickeln werde, bürgerliche Moral oder besser noch Sittlichkeit oder Ethik nennen. Die Sittlichkeit schreibt dem Einzelnen sein Handeln vor und ersetzt dadurch das vernünftig eingesehene Handeln durch das Befolgen einer Regel. Also der Sitte folgend übe ich also nicht keine Gewalt gegen begriffsstutzige Mitdiskutanten aus, weil ich einsehe, dass ich dadurch in die Integrität eines Selbstbewusstseins eingreifen würde, sondern weil man es schlicht nicht tut, beziehungsweise weil es verboten ist und ich nicht bestraft werden möchte. In dieser bürgerlichen Ethik haben sich unterschiedliche Formen weltlicher und auch kirchlicher Herrschaft zu den Do's und Don'ts kristallisiert, die dann den anständigen Menschen vom asozialen Subjekt trennen. Diese zur Selbstverständlichkeit verdichteten Machtverhältnisse, zum Beispiel durch bewusste Übertretung der ethischen Normen zu brechen, gehörte schon immer mit zu den Aufgaben emanzipatorischer Politik. Die Philosophen der französischen Aufklärung waren politisch wirksam, nicht nur durch das Verfassen von königskritischen Schriften und einer umfassenden Enzyklopädie, sondern sie haben die Vormachtstellung der Kirche auch durch einen Angriff auf ihre Sittlichkeitsvorstellungen in Frage gestellt, zum Beispiel durch die Verbreitung anzüglicher Schriften. Durch die literarische Darstellung von Onanie und Ehebruch entzog und widersetzte sich das Subjekt öffentlich der christlich-feudalen Herrschaft. So ähnlich wie das später die 68er unter etwas anderen Vorzeichen dann auch nochmal versucht haben. Der antimoralische Held der Literatur der französischen Aufklärung, den man von der Kette der 10 Gebote befreit hatte, machte sich dann sogleich zielsicher auf den Weg in die Barbarei des Marquis de Sade. Und nachdem hinreichend Köpfe gerollt waren und die Revolution die Gesetze der Kirche erfolgreich aus dem Staatswesen verbannt hatte, wurde manchem Staatstheoretiker angesichts der Möglichkeiten des entfesselten Menschen, zu dessen Befreiung man angetreten war, dann doch etwas unwohl. Denn man wollte für das zivile Miteinander mindestens das 5. Gebot, du sollst nicht töten für die, die nicht ganz bibelfest sind, mindestens das 5. Gebot und noch so manches andere als bindend verordnen, stieß aber auf die Schwierigkeit, wie solche Normen ohne Bezug auf einen transzendenten Gesetzgeber allgemein und notwendig zu begründen seien und eben nicht bloß willkürlich gewaltsam staatlich durchgesetzt. Die Lösung dieses Begründungsproblems, allgemein verbindlicher Verhaltensnormen, bestand darin, die christliche Moral durch eine goldene Regel zu ersetzen, die jeden Bürger in den Käfig seiner Interessen sperrte, der an den Interessen der anderen Bürger seine absolut harte, durch staatliche Gewalt bewachte Grenze hatte. Diese goldene Regel lautet: Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst, oder in ihrer volksdeutschen Vulgärfassung: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Der Richter Robert Gernhardt hat einmal sehr richtig darauf hingewiesen, dass gerade die Deutschen die Neigung haben, eher die Sätze für wahr zu halten, die sich reimen. Also, ich möchte nicht getötet werden, darum bringe ich auch niemanden um. Ich möchte mein kärgliches Eigentum behalten, also nehme ich auch niemandem etwas von seinem Eigentum weg. So lautet der Schluss, den der Mensch aufgrund dieser Regel ziehen soll. Es ist kein logischer Schluss, sondern eine normative Vorgabe, die nur dazu eignet, bestehende Normen fälschlicherweise als rational begründet und richtig erscheinen zu lassen. Durchdeklinieren und tatsächlich anwenden darf man diese Regel nicht, aber das versucht auch niemand. Also
kein Kapitalist denkt, ich möchte nicht Lohnarbeiter sein, darum stelle ich auch keine Lohnarbeiter ein. Oder kein Polizist denkt, ich möchte nicht eingesperrt werden, also sperre ich auch niemanden anders ein. Die scheinbare Vernünftigkeit der bürgerlichen Rechtsnormen abstrakter Allgemeinheit und Gleichheit bildet bis heute das Fundament, auf dem Ungleichheit und Ungerechtigkeit widerspruchsfrei zur bürgerlichen Sittlichkeit bestehen und produziert werden. Durch die goldene Regel wird die Willens- und Handlungsfreiheit des Menschen parzelliert in einer Weise, dass alle Subjekte mit ihren Interessen und Bedürfnissen gegeneinander gestellt sind. Die Grenze meiner Handlungsfreiheit wird dort gezogen, wo meine Handlungen die legitimen, das heißt die rechtskonformen Interessen eines anderen Menschen einschränken. Das Kollektiv der Menschheit, also die Gesellschaft, ist gemäß dieser Regel nicht die Bedingung meiner Freiheit, also gerade nicht dasjenige, was es mir überhaupt erst ermöglicht, meine Bedürfnisse zu befriedigen, also durch Arbeitsteilung, Steigerung der Produktivkraft und so weiter. Als solitär im Wald hat auch der gesunde Erwachsene es schwer, seine Bedürfnisse auf einigermaßen hohem Niveau zu befriedigen. Also gemäß dieser Regel ist die Gesellschaft nicht die Bedingung, dass ich meine Bedürfnisse befriedigen kann, sondern im Gegenteil. Gesellschaft wird nach dieser goldenen Regel in jedem ihrer Mitglieder für mich zur äußeren Grenze, also zur Beschränkung meiner Neigung, zu dem, woran jedes nicht normativ legitimierte Interesse notwendig zerschellt. Der Begriff des Interesses hängt also eng mit bürgerlichen Moralvorstellungen und der goldenen Regel zusammen. Er hat eine doppelte, in sich widersprüchliche Bedeutung. Einerseits wird er synonym zum Bedürfnis verwendet, das unmittelbar ist. Andererseits ist nicht jedes unmittelbar verspürte Bedürfnis auch ein Interesse, sondern nur das vermittelte Bedürfnis, das rational geprüft und für legitim befunden wurde. Das Interesse ist also im Gegensatz zum Bedürfnis ein Wollen, das immer schon eine normative Zugerichtetheit des Subjekts mit einschließt. Insofern ist das Interesse die Art, in der Bedürfnisse in der kapitalistischen Gesellschaft von bürgerlichen Subjekten verfolgt werden. Im Interesse schwingt die Selbstlimitation der eigenen Bedürfnisse immer schon mit, die unter pragmatischen, zweckrationalen und also letztendlich heteronomen, also von außen, bestimmten und durch das Subjekt internalisierten, verinnerlichten Gesichtspunkten eingeschränkt wurden. Im Interesse ist das Bedürfnis durch gesellschaftliche Normen vermittelt, die der Träger des Interesses sich zu eigen gemacht hat. Indem die Reflexion auf die Art der Formierung der Bedürfnisse zu Interessen unterbleibt, ist das Interesse immer ideologisch. Es ist spezifischer Ausdruck der Art und Weise, wie freie bürgerliche Rechtspersonen sich zu der sie beherrschenden Gewalt stellen bzw. stellen müssen. Das Interesse ist somit Ausdruck der spezifischen Unterwerfung unter die Herrschaft des Kapitals. Der Kapitalismus stellt historisch eine neue Form von Herrschaft dar, eine Herrschaft, die apersonal ist und darum schwerer zu durchschauen und auch schwerer zu kritisieren ist als frühere Formen direkter personaler Herrschaft. Denn Kapitalist und Lohnarbeiter, also Geldbesitzer und Arbeitskraftbesitzer, sind beide gleichermaßen freie bürgerliche Rechtspersonen. Das Elend, das der Kapitalismus produziert, hat darum immanent gar nicht die Gestalt eines Unrechts, wie man im Kapital von Marx nachlesen kann. Dort heißt es, Zitat, der Geldbesitzer hat den Tageswert der Arbeitskraft gezahlt. Ihm gehört daher ihr Gebrauch während eines Tages, die tagelange Arbeit. Der Umstand, dass die tägliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen halben Arbeitstag kostet, obgleich die Arbeitskraft den ganzen Tag arbeiten kann, ist ein besonderes Glück für den Käufer, aber durchaus kein Unrecht gegen den Verkäufer. Zitat Ende. Und so ist alles aufs Beste bestellt in der besten aller möglichen Welten. So ist es kein Glück, sondern Pech, aber eben kein Unrecht, produktiver Arbeiter zu sein. Der produktive Arbeiter hat infolgedessen ein privates Interesse, diesem Pech, also dem Pech gezwungen zu sein, seine Arbeitskraft zu verkaufen und unter den Bedingungen der durch Konkurrenz verschärften Mehrwertsaneignung Lohn zu arbeiten, zu entgehen. Ohne Moral ist dabei nicht zu vermitteln, warum ein von einem Schicksal als Arbeiter bedrohter Mensch nicht andere, für ihn persönlich erfolgsversprechendere Vermeidungsstrategien verfolgen soll, als zum Beispiel ausgerechnet seine Kraft auf die Propagierung der Weltrevolution zu verschwenden. Er könnte sich als geschickter Krimineller versuchen, er könnte Lotto spielen
oder durch Fleiß, Bildung und Arschkriecherei zu einem privilegierten Sachwalter des Kapitals aufsteigen. Viele tun das. Als Individuum kann ich mir durchaus Hoffnung machen, durch Glück, Geschick oder protestantische Tugenden in die Minderheit der Profiteure des Kapitalismus aufzusteigen, und empirisch haben bisher mehr Menschen im Lotto gewonnen, als die richtige Weltrevolution erlebt. Der Einsicht, dass dieser Weg nur einer Minderheit vorbehalten bleiben kann, muss ich dann eben durch mehr Glück, mehr Geschick, mehr Skrupellosigkeit oder Tugendhaftigkeit begegnen. Eine rationale Abwägung der Erfolgschancen, wie ich mir für meine Bedürfnisbefriedigung ein größeres Stück des gesellschaftlichen Reichtums sichern kann, bringt niemanden dazu, seine rare Freizeit mit aufreibenden Diskussionen und dem Verfassen und Verteilen von Flugblättern zu verbringen. Erst die Reflexion auf so etwas wie die immer gesellschaftlich verfasste Gesamtheit der Menschen ermöglicht es, erstens seine Existenzsorgen als allgemeine, durch bestimmte gesellschaftliche Bedingungen produzierte zu verstehen, diese insgesamt abschaffen zu wollen und ihre Beseitigung daher nicht nur an empirische, zufällige, sondern an vernünftige Bedingungen zu knüpfen, und zweitens eine gesellschaftliche Handlungsoption aufzuzeigen, zum Beispiel eine Weltrevolution, um diese Bedingungen zu erreichen. Diese Reflexion setzt voraus, dass Vernunft nicht mit Rationalität identisch ist. Zweckrational wäre es, unter den bestehenden Bedingungen den für mich angenehmsten Weg zur Bedürfnisbefriedigung zu finden. Vernunft geht dagegen auf die Gesamtheit der Menschen. Sie begründet das, was ich hier im Gegensatz zur Sittlichkeit als Moral bezeichne. Moral ist die Reflexion auf das Handeln unter der Prämisse, im Schluss auf die gesellschaftliche Verfasstheit der Menschen die Vernunft in jedem Einzelnen als eine zu erkennen. Das heißt, zu erkennen, dass vernünftiges Handeln allgemein ist und dass jedem empirischen, vernunftbegabten Wesen damit sowohl Autonomie als auch einsichtiges Verhalten zuzusprechen ist. Dazu gleich mehr. Die goldene Regel, die überhaupt erst das Interesse von der Neigung differenzierte, bildet heute, durch einige tradierte christliche Relikte ergänzt, die Grundlage des bürgerlichen Sittlichkeitsempfindens. Um die dem Einzelnen von ihr vorgeschriebenen Grenzen einzureißen, ist zweierlei notwendig. Erstens die Reflexion darauf, was Moral sein kann, wenn sie nicht von außen gesetzte, also heteronome Schranke meines Handelns ist, sondern Ausdruck der Selbstbestimmung meiner Handlung, also Autonomie. Und zweitens die Reflexion auf die gesellschaftlichen Bedingungen, die eine autonome Selbstbestimmung der Menschen als Kollektiv verunmöglichen und sie stattdessen in Verhältnissen der Konkurrenz notwendig gegeneinander setzen. Im ersten Schritt werde ich mich vor allem auf Kant beziehen. Den zweiten Schritt werde ich hier nicht ausführlich entwickeln, weil ich ihn, glaube ich, weitgehend voraussetzen kann. Ich werde daher vor allem auf die Schnittstelle zwischen Marx und Kant hinweisen. Zum ersten Punkt, dem Moralbegriff, stellt sich als erstes die Frage, gibt es Moral? Ich meine damit, gibt es einen Grund, zum Beispiel einen anderen Menschen nicht zu töten, der kein geronnenes Herrschaftsverhältnis ist, der nicht Konvention, Tradition oder Angst vor Strafe entspringt? Einen Grund, der nicht heteronom von außen gesetzt ist, etwa durch die Befürchtung, man könnte mir auch etwas tun, wenn ich jemandem anders etwas tue. Denn nur ein Grund, der nicht heteronom bestimmt wäre, wäre mit der Freiheit des Menschen vereinbar. Man könnte auch sagen, die Frage ist, beschränkt es meine Freiheit, wenn ich andere Menschen nicht töten darf? Die Antwort lautet, solange mir das Verbot von außen aufgeherrscht wird, beschränkt es meine Freiheit offensichtlich erstmal. Der moralische Grund, andere zum Beispiel nicht zu töten, müsste, wenn er autonom und zudem nicht Willkür, sondern ein Grund sein soll, also notwendig und allgemein sein soll, sogar aus der Freiheit selbst zu begründen sein. Diese Frage, ob es Moral als Allgemeines und Notwendiges überhaupt geben könne, ist für emanzipatorische Politik zentral. Es ist nämlich die Frage danach, ob es einen objektiven Maßstab für Gut und Böse gibt, die Frage danach, ob wir unsere Kritik an bestehenden Verhältnissen durch etwas begründen können, das mehr ist als eine bloße Meinung oder ein subjektives Geschmacksurteil. Die Frage, ob es nicht nur mir angenehm wäre, sondern ob es richtig ist, Herrschaft abschaffen zu wollen. Ohne die Möglichkeit einer objektiven Bestimmung von Gut und Böse
gibt es keinen verbindlichen Maßstab der Kritik. Und wenn es den nicht gibt, dann sind verschiedene Gesellschaften, also Sklaverei, Kapitalismus, Kommunismus, Feudalismus, was auch immer, bloß verschieden, aber nicht in bessere und schlechtere zu unterscheiden. Darum ist die Frage nach der Begründbarkeit von Moral eine Kernfrage gesellschaftskritischer Politik, oder sollte es eigentlich sein. Wie also kann Moral als ein allgemeiner, objektiver Maßstab der Kritik möglich sein? Eine solche Moral ist nur unter der Bedingung möglich, dass die menschliche Vernunft selbst einen Grund enthält, der den Willen bestimmen kann, unabhängig von allen äußeren empirischen Gründen, die unseren Willen natürlich auch bestimmen. Denn die äußeren Umstände, unter denen Menschen leben, ändern sich fortwährend und mit ihnen ändert sich dann auch die Vorstellung von der Sittlichkeit. Wenn Moral etwas Allgemeines sein soll, das immer und überall für alle Menschen Gültigkeit hat und darum einen verbindlichen Maßstab der vernünftigen Gesellschaftskritik ermöglicht, darf sie also nicht von den jeweiligen Umständen direkt abhängen, unter denen Menschen gerade zufällig leben. Da die Vernunft allgemein ist, also die Gesetze der Logik wurden zwar historisch im Laufe der Geschichte erkannt, aber hatten zu jeder Zeit dieselbe Gültigkeit. Da die Vernunft also allgemein ist, kann, wenn überhaupt, nur sie eine allgemeine Bestimmung des Willens liefern, die für jedes Vernunftwesen dann gleichermaßen gültig wäre. Für den Willen jedes Menschen kann nur eine Bedingung gültig sein, die aus der Vernunft selbst stammt und nicht aus der individuellen Erfahrung, die jeweils verschieden ist. Also kann Erfahrung eine allgemeine Moral niemals begründen. Der Grund der Moral ist nur über die Reflexion zu erschließen. Das Einzige, was bloße Vernunft jenseits von empirischer Erfahrung des Subjekts wollen kann, ist sich selbst. Sonst ist jeder andere Gegenstand durch Erfahrung gegeben. Das heißt, Vernunft will Vernunft. Indem Vernunft etwas wollen, also etwas bestimmen kann, ist sie frei. Freiheit und Vernunft sind untrennbar. Wäre der Wille nicht frei durch Vernunft bestimmbar, dann gäbe es keine Differenz zu einem tierischen Instinkt. Dann könnten nämlich keine Gründe den Willen bestimmen, sondern unser Verhalten hätte bloß Ursachen und wäre vollständig durch eine Kette von Ursachen und Wirkungen bestimmt. Reflexionen auf die Bedingungen des eigenen Willens und damit das Entscheiden für oder gegen bestimmte Handlungen wären ohne Freiheit unmöglich. Vernunft beinhaltet also Freiheit, und sie kann den Willen unabhängig von der Erfahrung dahingehend bestimmen, dass sie sich selbst will. Diese Abstraktion sieht ab von den Unterschieden zwischen dem, wodurch einzelne Menschen ihren Willen empirisch verschieden bestimmen, und geht auf das Allgemeine, wodurch jeder Einzelne seinen Willen notwendig und allgemein bestimmen könnte, aber eben nicht bestimmen muss, denn auch dann wäre er nicht frei, also nicht vernünftig. Hierin ist die Reflexion enthalten, dass es nicht viele verschiedene Vernünfte gibt, sondern dass alle Menschen eine Vernunft teilen. Es gibt zwar unzählig verschiedene Bedürfnisse, aber es gibt zum Beispiel keine weibliche und männliche Logik, weil es nur eine Vernunft gibt. Diese allgemeine Willensbestimmung, dass die Vernunft aus sich selbst heraus sich will, ihre eigene Freiheit will, nenne ich dann mit Bezug auf Kant Moral. Gegen die Moral ist also alles, was gegen Vernunft und gegen Freiheit der Menschen in ihrer Gesamtheit, also gegen die Menschheit, gerichtet ist. Die Menschheit, auch ein wichtiger moralischer Begriff, ist die Vorstellung der Totalität aller Menschen unter Bedingungen, die ihrem Begriff gemäß sind, also die vernünftig und frei sind, als in ihrer Gesamtheit autonom durch Vernunft und Freiheit bestimmte. Im Begriff der Menschheit schwingt darum immer das Moment der Forderung nach der Verwirklichung eines Ideals mit, das die Reflexion der Vernunft auf sich und auf ihre Freiheit unabhängig vom empirischen Denken hervorbringt. Im Begriff der Menschheit ist mitgedacht, dass alle Menschen nicht nur als biologische Art, sondern vor allem als Gesellschaft immer aufeinander bezogen sind. Meine Freiheit ist so nicht trennbar von der Freiheit anderer. Sie haben einander als Wirkliche in der Gesellschaft wechselseitig zur Bedingung. Anders als die empirisch bedingten Bedürfnisse, die können tatsächlich in jeder Gesellschaftsform einander ausschließend und auch unvermittelbar gegeneinander stehend auftreten. Wenn Vernunft den Willen notwendig und allgemein bestimmen kann, dann gibt sie sich ein Gesetz,
dieses Gesetz heißt Gesetz jetzt nicht im Sinne einer juristischen Verordnung, sondern es heißt Gesetz, weil es Allgemeinheit hat, indem es für jedes Wesen, das mit anderen die Begabung der Vernunft teilt, gültig und ein und dasselbe ist. Das heißt, der Begriff der Menschheit umfasst dann, wenn er alle Vernunftwesen umfasst, eben logisch nicht nur die biologische Art des Homo sapiens sapiens, sondern wenn wir in den Bereich des Science Fiction gehen, würden natürlich auch vernunftbegabte Aliens mit zur Menschheit gehören in diesem moralischen Sinne. Anders als das juristische Gesetz, deren allgemeine Gültigkeit an der Grenze des Souveräns, der das Gesetz willkürlich setzt und gewaltsam dann auch durchsetzt, endet, ist das Gesetz, das Vernunft sich allein geben kann, nicht bloß allgemein in einem bestimmten Geltungsbereich, sondern zudem auch notwendig. Die Reflexion der Vernunft auf sich selbst und ihre Art, den Willen unabhängig von Erfahrung bestimmen zu können, führt zu nichts anderem, als sich selbst zu wollen. Die einzigen Gesetze, die allgemein und zugleich notwendig sind, die wir sonst noch kennen, wären Naturgesetze. Das moralische Gesetz, das Vernunft sich gibt, ist der Form nach also ebenso allgemein, notwendig und unhintergehbar wie ein Naturgesetz. Aber da sein Inhalt nicht Naturnotwendigkeit, sondern Freiheit ist, ist die Nötigung, sich an dieses Gesetz zu halten, keine von außen auf uns einwirkende Nötigung, sondern eine, die man sich nur selbst zumuten kann oder eben auch nicht. Das moralische Gesetz sagt, im Gegensatz zu Naturgesetzen, nicht was ist, sondern was sein soll. Nur Menschen können Adressaten eines Sollens sein. Mit der Möglichkeit, sich selbst ein Gesetz zu geben, also mit der dem Menschen eigenen Autonomie, ist zugleich gesetzt, dass der Mensch nicht unter einem fremden, ihm von außen vorgeschriebenen Gesetz des Sollens stehen soll. Von der Einschränkung durch die heteronomen Vorgaben der Natur emanzipiert der Mensch sich, wie dann auch bei Marx im ersten Band schon erfährt, durch Arbeit im allgemeinsten Sinne, also durch tätige Aneignung des Naturstoffs. Indem die Naturgesetze erkannt werden, werden sie im technischen Fortschritt nutzbar gemacht, um sich weniger abhängig von unmittelbaren Naturereignissen zu machen. Dies ist ein Prozess der graduellen Emanzipation, der, weil Menschen auf den Stoffwechsel mit der Natur als Naturwesen notwendig angewiesen sind, niemals vollständig sein kann. Anders ist es mit der Emanzipation von Herrschaft. Sie ist vollständig möglich und nur sie ist auch moralisch als falsch zu beurteilen, weil Herrschaft von Menschen über Menschen immer ein Resultat des Vernunftvermögens ist. Also die Natur ist dagegen kein vernünftiges Subjekt und darum auch kein möglicher Adressat eines moralischen Sollens. Das heißt, man kann ihr das mit der Schwerkraft und ähnlichen bisweilen ärgerlichen Dingen schlechterdings nicht vorwerfen. Man muss halt irgendwie damit umgehen. Moral fordert demnach das Befolgen des selbstgegebenen Gesetzes und zwar ohne jede heteronome Macht zu zwingen. Das heißt, ich kann keinem anderen Menschen Moral vorschreiben, denn damit würde ich den anderen in seiner Freiheit verletzen und ihn unter ein heteronomes, nämlich unter mein Gesetz stellen. Steht eine empirische Vernunft unter dem Gesetz einer anderen, dann ist dies zwar nur mit Vernunft möglich, Tiere tun sowas nicht, aber es ist der Vernunft, die ihrer Bestimmung nach frei ist, nicht gemäß. Darum ist Herrschaft zwar ohne Vernunft gar nicht möglich, aber unvernünftig und darum auch unmoralisch, weil es die Möglichkeit der autonomen Selbstbestimmung verhindert und den Willen des Beherrschten heteronom von außen bestimmt. Jedes von außen aufgeherrschte Gesetz ist darum per Definitionem, und zwar völlig ungeachtet seines Inhaltes, schon der Form nach unmoralisch, weil es gegen die Freiheit und damit gegen die Vernunft gerichtet ist. Ganz egal, was es den Menschen vorschreiben will. Die autonome Macht, mich zu zwingen, also mich selbst zur Befolgung des allgemeinen Vernunftgesetzes zu bewegen, heißt bei Kant darum nicht Herrschaft, sondern Pflicht, wieder nicht zu verwechseln mit der von außen mir aufgenötigten und darum immer unvernünftigen bürgerlichen Pflicht. Pflicht ist demnach der Ausdruck für eine Selbstnötigung. Allein diese Selbstnötigung, dass ich mich meiner Vernunft verpflichtet fühle, ist keine Form von Herrschaft. Sie ist im Gegenteil gerade der Ausdruck der Freiheit, also die Verwirklichung meiner Freiheit, weil ich mir nur aus Freiheit selbst ein Gesetz geben und es auch befolgen kann.
Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich. Also wie kann Freiheit in einer Nötigung bestehen, ist die Frage. Alltagssprachlich ist Freiheit ja erstmal, dass ich das tun kann, was ich will. Das ist beim kantischen Freiheitsbegriff im Grunde auch so. Nur ist in den Begriff des Willens die Reflexion eingegangen, dass der Wille genau dann unfrei ist, wenn er von einem sinnlichen Reiz des Begehrens zum nächsten treibt, weil er dann nicht selbst bestimmen kann, was er will, sondern im Gegenteil von außen durch das Bedürfnis fremdbestimmt wird. Denn Freiheit ist gerade nicht instinktische Willkür der Bedürfnisbefriedigung, sondern gerade das, dass ich vorher darüber nachdenken kann, was ich will. Frei ist der Wille, wenn er sich für den Inhalt, den er will, entscheidet. Das ist, wenn er nicht blind dem Bedürfnis folgt, also wenn er nicht Instinkt ist, sondern das Bedürfnis mittels vernünftiger Reflexion prüfen kann. Daraus wurde dann in der, wie ich finde, dümmsten, aber leider auch weit verbreiteten Kant-Interpretation der Widersinn gemacht. Der Wille sei frei, wenn er auf den Inhalt, den er will, verzichtet, und Freiheit bestünde in der asketischen Abkehr von allen sinnlichen Bedürfnissen. Das ist, kurz gesagt, Quatsch. Dann nämlich wäre der Wille kein Wille, sondern leer. Ein Wille, der nichts will, ist kein Wille und schon gar kein freier Wille. Das heißt, frei ist der Wille nur, insofern ihm kein bestimmter Inhalt von außen vorgeschrieben werden kann, wenn er also auf den empirischen Inhalt, den das Subjekt begehrt, verzichten könnte. Nicht frei ist der Wille, wenn die Vernunft als bloße Rationalität erscheint, indem sie als Mittel zur Erreichung eines ihr heteronomen Zweckes gebraucht wird. Also wenn der Wille die Form bekommt, um etwas zu erreichen, muss ich zweckrational das und das und das tun. Dann wird die Form des Tuns durch das Ziel, was ich erreichen will, vorgeschrieben. Hierzu schreibt Kant, ganz kurzes Zitat, allenthalben, wo ein Objekt des Willens zum Grunde gelegt werden muss, um diesem die Regel vorzuschreiben, die ihn bestimme, da ist die Regel nichts als Heteronomie. Wenn oder weil man dieses Objekt will, soll man so oder so handeln. Ich soll etwas tun, darum, weil ich etwas anderes will. Zitat Ende. Dies ist die Form der Vernunft, wenn sie bloß technisch praktisch ist, die Form, die sie auch bei der Verfolgung von Interessen hat. Auch hierfür ist die Freiheit vorausgesetzt, sich aus eigener Willkür einen subjektiven Zweck als den Inhalt des Willens zu setzen. Die Wahl des Objektes, das dem Willen heteronom die Regel vorschreibt, unter der ich es erhalte, ist als empirische, subjektive Wahl durchaus dem einzelnen Subjekt zuzurechnen. Aber dass eine solche Wahl von Objekten zur Bedürfnisbefriedigung erfolgen müsse, das ist durch die Leiblichkeit des Menschen notwendig gesetzt. Nämlich darin, Bedürfnisse zu haben und seinen Willen entsprechend zu bestimmen, ist der Mensch nicht frei, sondern durch Natur bestimmt. Noch ein kurzes Kant-Zitat. Weil der Antrieb, den die Vorstellung eines durch unsere Kräfte möglichen Objektes nach der Naturbeschaffenheit des Subjektes auf seinen Willen ausüben soll, zur Natur des Subjekts gehöret, so gäbe eigentlich die Natur das Gesetz, welches an sich zufällig ist. Zitat Ende. Das heißt, hierin gibt die Natur ein Gesetz vor und nicht die Vernunft. Diese Unterordnung des Willens unter eine gegenüber der Vernunft bloß zufällig erscheinende Naturvorgabe bestimmt auch Marx als logische und unhintergehbare Grenze der menschlichen Freiheit. Das Marx-Zitat ist etwas leichter verständlich. Am Ende des Arbeitsprozesses, schreibt er, kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell, vorhanden war. Nicht, dass er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt, er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muss. Und diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Außer der Anstrengung der Organe, die arbeiten, ist der zweckmäßige Wille, der sich als Aufmerksamkeit äußert, für die ganze Dauer der Arbeit erheischt. Zitat Ende. Das ist gewissermaßen dieselbe Unterordnung des Willens unter etwas Äußeres, die auch Kant angesprochen hat. Arbeit ist ewige Naturnotwendigkeit und im Stoffwechsel mit der Natur schreibt die Natur mit ihren Gesetzen dem Menschen seinen Handlungsrahmen vor. Freiheit bestünde darin, die gesellschaftliche Produktion zum einen
möglichst bei hohem Produktionsniveau so zu organisieren, dass der Einzelne nicht allzu viel Zeit in ihr verbringen muss und zum anderen die Produktion nicht auch noch unter Bedingungen der Herrschaft zu organisieren, in denen das Bedürfnis nicht Zweck, sondern bloßes Mittel der Produktion wird. Hierin hat sich menschliche Freiheit unter den ökonomischen Gesetzen der kapitalistischen Produktion in ihr Gegenteil verkehrt. Nicht Produktion für das Bedürfnis, sondern Bedürfnis als Mittel der Produktion. Dabei kann und muss jeder Einzelne sein Interesse verfolgen, weil er nur über sein Bedürfnis zur Einwilligung in die Mehrarbeit gezwungen werden kann. Dieses gesellschaftliche Verhältnis der Verkehrung der Freiheit, in dem das Bedürfnis nicht mehr Zweck, sondern Mittel der Produktion ist, dieses gesellschaftliche Verhältnis als verkehrtes zu bewerten, nicht weil zahlreiche Interessen beim Versuch ihrer Durchsetzung keinen Erfolg haben, sondern weil die Interessen selbst schon Ausdruck einer spezifischen Herrschaftsform sind, das ist die Aufgabe der Moral, denn ihr Gesetz, das Freiheit fordert, ist unter diesen verkehrten Verhältnissen systematisch gebrochen. Das moralische Gesetz beinhaltet eine Handlungsaufforderung, ein Sollen. Diese Handlungsaufforderung liegt kein persönliches Geschmacksurteil zugrunde. Sie ist auch nicht mit einer Androhung von Sanktionen und der Möglichkeit zu zwingen verbunden. Eigentümlicherweise richtet sich diese Aufforderung auch nicht bloß an jeweils ein einzelnes Individuum, sondern in jedem Menschen, an die Gesamtheit aller Menschen, an die Menschheit, an den gesellschaftlichen Zusammenhang. Es formuliert eine allgemeine, vernünftige Handlungsaufforderung an jedes einzelne Individuum, eine Handlungsaufforderung, die eben immer gesellschaftlich bestimmt ist und deren Vernunft begründet ist in der Reflexion auf die Totalität der Gesellschaft. Dieses moralische Gesetz schreibt also auch ein Sollen vor, wenn man ihm nicht folgen kann oder nicht folgen will. Es zeigt, wie die vernünftige Bestimmung des Willens, also nicht technisch praktisch als Rationalität, sondern in Bezug auf die Freiheit der Menschheit, verfasst ist. Es macht die Reflexion auf gesellschaftliche Wirklichkeit der Freiheit möglich und so erscheint unmoralisches Handeln und erscheinen unmoralische Zustände dann als Abweichung von diesem moralischen Gesetz. Dabei stehen die empirisch bedingten Bedürfnisse der Menschen nicht gegen das moralische Gesetz, das ist ganz wichtig, denn sie stehen als empirisch bedingte außerhalb seiner Form und tangieren es nur, wenn der Inhalt des Bedürfnisses sich gegen Freiheit richtet. Vielleicht kurz zur Erklärung, was ich mit außerhalb seiner Form stehend meine. Also ob ich Erdbeereis oder Schokotorte oder Morphium oder Brötchen zum Frühstück essen will, davon ist nichts moralisch oder unmoralisch. Das sind einfach Bedürfnisse, die erstmal außerhalb der Form von Moral stehen. Man könnte sagen, sie sind amoralisch. Wenn ich aber zum Beispiel gebratene Kinder zum Frühstück essen will, dann sollte ich von der Verwirklichung meines Wunsches vielleicht aus moralischen Gründen absehen, weil die Vernichtung von Vernunft- und Freiheitssubjekten in der Erfüllung dieses Wunsches beinhaltet wäre. Und weil Vernunft Vernunft will, steht die Vernichtung von Vernunftssubjekten und die Brechung eines freien Willens dann zu ihr im Widerspruch. Das heißt, nicht jedes Bedürfnis steht in irgendeinem Verhältnis zur Moral, aber man hat damit gewissermaßen einen Maßstab, um zu gucken, wo findet eine Brechung der Freiheit statt oder eine Brechung von dem statt, was Vernunft für sich will. Darum, weil die empirisch bedingten Bedürfnisse außerhalb des moralischen Gesetzes stehen, darum wäre es falsch zu sagen, dass es bei dieser Moral um Lustfeindlichkeit oder Bedürfnisunterdrückung ginge. Es geht allerdings darum, wie ich in meinem Beispiel vielleicht gerade gezeigt habe, das empirische unmittelbare Bedürfnis nicht zum alleinigen und ersten Grund der Handlung zu machen, sondern eine Reflexion über die Vereinbarkeit des Bedürfnisses mit der Verwirklichung menschlicher Freiheit anzustellen. Und genau hierin liegt dann die Differenz zwischen der Forderung nach befreiter Gesellschaft und der Forderung nach Weltherrschaft mit mir persönlich an der Spitze. Wenn ich meine Bedürfnisse vor die Verwirklichung der Freiheit der Menschheit stelle, dann wäre nach wie vor Herrschaft das beste Mittel zu ihrer umfassendsten Befriedigung, weil ich dann dafür sorgen könnte, dass das gesamte gesellschaftliche Mehrprodukt meinen Bedürfnissen individuell zur Verfügung gestellt wird.
anders als bei einem Maßstab des Handelns, der das Interesse oder die goldene Regel zugrunde legt, steht in der Forderung, dass die Menschheit unter Bedingungen ihrer gesellschaftlichen Freiheit verfasst sein soll, nicht Einzelner gegen Einzelnen, also stehen hier nicht die Bedürfnisse verschiedener Menschen gegeneinander, sondern kann und soll nur der Einzelne sich die Nötigung zumuten, zu beurteilen, ob bestimmte Bedürfnisse nicht vielleicht zurückgestellt werden sollten. Dies ist dann die Forderung nach Autonomie statt Heteronomie. Das hier entwickelte moralische Gesetz ist, wenn man es als ethische Handlungsanweisung zu lesen versucht, erst einmal vollkommen leer. Das heißt, es bietet keine Liste von Do's und Don'ts, wie die bürgerliche Sittlichkeit, also das, was man alltagssprachlich Moral nennt, und es bietet keine goldene Regel, die die Freiheit der anderen als äußere Grenze meiner Freiheit bestimmt. Denn das, was Kant als Moral entwickelt hat, enthält die Reflexion darauf, dass Freiheit nichts singulär Individuelles, sondern etwas Allgemeines ist. Und darum ist Freiheit letztendlich auch nur gesamtgesellschaftlich zu verwirklichen, als Menschheit und eben gerade nicht individuell durch einen Lottogewinn und nicht einmal durch die real gewordene Weltherrschaft. Dass das moralische Gesetz insofern leer ist, als es keine positive Handlungsanweisung enthält, also kein tu dies, tu das sich daraus ableiten lässt, heißt jedoch nicht, dass es keinen Inhalt habe, denn als bloße Form der Gesetzgebung, also als bloß logische Form der Willensbestimmung, wäre es überhaupt kein Gesetz. Der Inhalt des moralischen Gesetzes ist aber nicht die empirische Handlung, sondern die Menschheit, also die Forderung zur gesellschaftlichen Verwirklichung von Freiheit und Vernunft. Damit schützt das moralische Gesetz der Vernunft nicht vor pragmatischen Dilemmata und es bietet keine Ethik, die sich in moralische Handlungen irgendwie umsetzen ließe. Also wieder ein Beispiel vielleicht, um das zu verdeutlichen. Jemand will mich umbringen, ich kann ihn überwältigen und sperre ihn ein. Gemessen an dem subjektiven und zugleich auch moralischen Zweck, mich am Leben zu erhalten, ist mein Verhalten erstmal richtig. Moralisch ist es aber zugleich auf jeden Fall falsch, jemanden gegen seinen Willen einzusperren. Und zwar genauso falsch, wie es falsch ist, jemanden zu töten. Weil der moralische Maßstab in seiner Abstraktheit absolut ist, kann er keine graduelle Verschiedenheit im Falschen begründen. Das heißt, es ist nicht das eine mehr oder weniger falsch als das andere. Zumindest nicht aus diesem Maßstab begründbar. Kants Moralphilosophie hilft darum, übrigens ganz entgegen seiner eigenen Versuche, das zu tun, hilft nicht dabei, das moralisch Richtige, das Gute zu tun, wenn die Welt mich vor eine Wahl stellt, deren Alternativen alle falsch sind. Aber, und hierin liegt das politische Moment von Kants Moralphilosophie, das ich stark machen möchte, ich kann mit ihr erkennen, was moralisch richtig und was falsch ist. Das heißt, sie gibt einen Maßstab an die Hand, der immer über das Bestehende hinausreicht. Ich kann in dem genannten Beispiel zwar nicht richtig handeln, aber ich kann wissen, es ist beides falsch. Und ich kann den Schluss ziehen, es sollte so etwas nicht geben. Es ist dieser Maßstab der Kritik, der unabhängig von der gesellschaftlichen Realität gültig ist und gerade darum über die wirklichen Verhältnisse weit hinausweist, der jede aufklärerische und emanzipative Politik erst ermöglicht. Und ohne den würde ich behaupten, Marx seine politische Ökonomie nicht als Kritik hätte verfassen können. Das ist der Vorteil, zugleich auch die Schwierigkeit, von der völligen Abstraktheit der Kantschen Theorie. Marx konnte zeigen, wie Ausbeutung entsteht und implizieren, dass es falsch ist, wenn eine Gesellschaft ökonomisch derart formiert ist, dass die Menschen zum bloßen Mittel der Mehrwertproduktion gemacht werden und notwendig Armut und Elend produziert werden. Kant zeigte im gesellschaftsfreien Raum der Abstraktion, welchen Grund unser Empfinden gegenüber unmenschlichen Verhältnissen in der Vernunft hat, und zwar unabhängig von unserer Prägung durch bestehende Verhältnisse, Gewöhnung oder der Tatsache, dass wir nicht oder kaum von dem Unrecht selbst betroffen sein mögen. Im Gegensatz zur bürgerlichen Sittlichkeit appelliert dieser Maßstab nicht an das individuelle Verhalten, sich ihm immanent der gesetzten Bedingungen anzupassen, sondern an die Menschheit, die Welt als Gesellschaft so zu verfassen,
dass die Freiheit des Menschen durch nichts eingeschränkt werde als durch sich selbst. Denn genau und nur darin hätte dann Freiheit ihre Wirklichkeit. Pflicht und nicht das Interesse motiviert darum den Kampf für eine befreite Gesellschaft. Warum ich das mit dem Interesse als Motivation, als mögliche Motivation linker Politik so falsch finde, möchte ich im Folgenden noch etwas länger ausführen. Ich glaube, die Zeit habe ich noch. Ja. Die Verschiebung der marxischen Einsicht, dass Kapitalismus notwendig Elend produziere, weil die Menschheit in ihm nicht selbst Zweck, sondern zum bloßen Mittel der Verwertung des Wertes degradiert ist, hin zu Formulierungen, die ich in letzter Zeit oft höre, dass dem Einzelnen im Kapitalismus eine Schädigung garantiert sei, weil ökonomische Strukturen herrschen, die systematisch gegen sein Interesse gerichtet seien, ist darum keine bloß sprachliche Verschiebung, sondern eine inhaltliche Verschiebung in dem Gehalt der Kritik. Wenn eine Kritik an der Gesellschaft das von ihr erzeugte Elend anprangert, muss sie erklären, warum das Elend schlecht ist. Die klassische Begründung, die auch bei Marx impliziert ist, ist die moralische oder teilweise auch sittliche. Die modernere Begründung, die sich zusammen mit dem positivistischen Wissenschaftsverständnis der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt hat, vermeidet es jedoch, sich auf nicht-empirische Gegenstände wie zum Beispiel Gott oder auch ein Ideal der Menschheit zu berufen. Positivistisch lässt sich auch gar kein Begriff von der Menschheit bilden, da der Positivismus immer ein bloß technisch-praktisches, das heißt ein rein zweckrationales Verständnis von Vernunft hat und sie somit auf den Verstand zu reduzieren versucht. Darum gibt es dann keine Menschheit mehr, sondern bloß noch die biologische Art des Homo sapiens sapiens. Und darum kann das Schlimme am Elend bloß individuell über die Beschädigung der je einzelnen Bedürfnisbefriedigung erklärt werden und eben nicht darüber, dass die ganze Menschheit einen Schaden eben gerade in der Unmöglichkeit, ihre Vernunft zu verwirklichen, erleidet. Das Elend ist damit dann, wenn ich sage, es gibt ganz viele je einzelne Beschädigungen in der Bedürfnisbefriedigung, nicht objektiv schlecht, sondern eben bloß etwas, das viele Menschen betrifft und das viele Menschen nicht wollen. Und an diesem Punkt scheitert dann eine Kapitalismuskritik, die mit den beschädigten Interessen zu argumentieren versucht, wenn zum Beispiel Leute versichern, dass es ihnen so schlecht gar nicht ginge und dass sie die kapitalistische Wirtschaftsweise durchaus für geeignet halten, in ihr zu leben. Oder vielmehr, hier müsste eine solche Kapitalismuskritik eigentlich scheitern. Tatsächlich schafft sie es, dem subjektiven Interesse ein allgemeines unterzumogeln, indem die Agitatoren der Revolution anfangen, dem von Leuten bekundeten eigenen Interesse ein objektives Interesse entgegenzuhalten, das sie entgegen ihrer Beteuerung eigentlich hätten oder haben sollten. Hierin schwingt dann wieder der Bezug auf ein allgemeines mit, als der Bezug auf ein moralisches Sollen, das der eigenen Willkür übergeordnet sei, allerdings, und das ist das Problem, in einer unreflektierten Form. Als unreflektiertes wird dieses objektive Interesse dann der Sache nach zu einer äußerlichen, zu einer heteronomen Bestimmung des Willens, die man anderen Menschen aufherrschen würde, könnte man denn. Hierin liegt ein autoritärer Gestus begründet, der auch in einer ansonsten recht hellsichtigen Kapitalismuskritik jeden emanzipatorischen Gehalt rauben kann. Der Fehler liegt darin, die Verknüpfung von positivistischem Wissenschaftsverständnis und goldener Regel, die im Begriff des Interesses immer enthalten ist, und damit ein Konstituens der bürgerlichen Gesellschaft, der Herrschaft des Kapitals, affirmativ und unhinterfragt übernommen zu haben. Kürzer gesagt, der Fehler liegt darin, keinen entwickelten Begriff von Moral zu haben. Weil im Interesse ein gesellschaftlich vermitteltes als unmittelbar erscheint und weil es immer zweckrational ausgerichtet ist und dies gerne mit Vernunft verwechselt wird, darum eignet der Begriff des Interesses sich so hervorragend als Moralsurrogat. Denn so wird in das Interesse dasjenige hineinprojiziert, was das legitime Interesse vom unvernünftigen Bedürfnis unterscheiden kann. Das Interesse erscheint zum einen immer berechtigt zu sein, eben weil es wie das Bedürfnis unmittelbar und darum schlicht subjektiv vorhanden ist. Zum anderen
ist es immer schon als berechtigtes Interesse formiert, weil es ein Subjekt voraussetzt, das sich nicht jedes Bedürfnis zu verfolgen gestattet. Es ist also eine Instanz, die auf das gesellschaftskonform zugerichtete bürgerliche Individuum rekurriert, das schon von selbst sich nur das Bedürfnis zuzuschreiben erlaubt, dessen Rationalität, das heißt dessen Herrschaftskonformität, von außen vorgegeben und verinnerlicht wurde. Dies ist dann allerdings etwas ganz anderes als eine autonome Bestimmung des Willens durch die eigene Vernunft. Dieser Mangel ist wesentlich, denn mit dem bloßen Interesse als Maßstab mündet die Kritik am Bestehenden eben nicht notwendig bei der Forderung nach einer vernünftigen Gesellschaft. Es sei denn, man grenzt ein entsprechend zugerichtetes, dann vernünftiges Interesse gegen ein unvernünftiges Interesse ab, wie es auch die bürgerliche Moral tut. Diese Trennung in bessere und schlechtere Interessen ist aber immer eine ideologische und falsche, wenn sie nicht den Maßstab aufzeigen kann, an dem das jeweilige Interesse bewertet wird. Von selbst stehen die verschiedenen und widersprüchlichen Interessen in keiner anderen Rangordnung als in der subjektiv gefühlten Stärke des hinter ihnen stehenden Bedürfnisses. Aber da Bedürfnisse heteronom sinnlich affiziert sind, sind sie eben niemals für sich vernünftig. Darum werden auch in jeder Gesellschaftsform zahlreiche Bedürfnisse jedes Individuums scheitern müssen. Bedürfnisse sind nicht statisch, sie wachsen und entwickeln sich mit den Möglichkeiten zu ihrer Befriedigung. Wenn der Maßstab für die Freiheit der Gesellschaft das individuelle Maß der Bedürfnisbefriedigung sein soll, formiert als Interesse, dann bleibt der andere Mensch immer heteronome Schranke meiner Freiheit, dann ist aus dem Käfig der goldenen Regel nicht auszubrechen, dann bleiben die Individuen im Verhältnis der Konkurrenz zueinander, und zwar auch dann, wenn sie die Produktionsmittel gemeinsam besitzen sollten. Also beim Streit darum, für wessen Sonderbedürfnis produziert werden soll, also welche materielle Form man dem gesellschaftlichen Reichtum geben will, muss es naturgemäß Verlierer geben, also naturgemäß hier im wahrsten Wortsinne, Natur ist endlich. Das Interesse ist die spezifisch bürgerlich-kapitalistische Form, um die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu ringen. Und zwar strukturell bedingt unter Ausschließung der Bedürfnisse aller anderen Menschen. Darum schreibt Marx, Zitat, das Motiv des Austausches ist unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktion nicht die Menschheit, sondern der Egoismus. Zitat Ende. Befreite Gesellschaft kann nicht heißen, dass mein Bedürfnis an oberster Stelle steht und ich immer kriegen muss, was ich gerade will. Das wäre die Fantasie eines Paradieses oder eben der Weltherrschaft, materialistisch gefasst. Sondern eine befreite Gesellschaft wäre die Verwirklichung der Freiheit in der selbstbewussten Menschheit, das heißt, sie wäre frei von Herrschaft, also gerade frei davon, dass die Willen der Einzelnen sich bloß als gegeneinander bestimmte denken können. Das Reden davon, Kapitalismus schädige mein Interesse, bleibt dagegen immer Teil der apersonalen Machtform, in der durch die subjektlosen Gesetze der kapitalistischen Produktion die einzelnen Menschen als Mittel dieses Mechanismus gegeneinander formiert werden. Menschen gegen das Interesse, das sie selbst äußern, ein hiervon unterschiedenes objektives Interesse zu unterstellen, stellt eine autoritäre Entmündigung dar, in der, würde ich sagen, tatsächlich noch mehr Verachtung gegenüber dem individuell bestimmten Willen der Menschen steckt, als in den Vorgaben bürgerlicher oder christlicher Sittlichkeit. Denn bürgerliche Normvorstellungen wissen wenigstens, dass sie als Nötigung von außen an die Menschen herangetragen werden. Das heißt, sie wissen um den ihnen innewohnenden Herrschaftsanspruch und finden ihn nebenbei dann auch noch ganz richtig und unproblematisch. Die Unterscheidung eines objektiven Interesses dagegen, sei es als ein Interesse aller Menschen an befreiten gesellschaftlichen Bedingungen oder sei es als ein Klasseninteresse, also das Interesse aller Lohnarbeiter, nicht mehr ihre Arbeitskraft verkaufen zu müssen, tut so, als wäre es in Wahrheit ein innerliches, das den Menschen bloß nicht bewusst sei. Das heißt, das objektive Interesse enthält entweder die psychologische Anmaßung, die Menschen hätten irgendwo in sich vergraben, durch das gesellschaftliche Sein tief unten im Bewusstsein verschüttet ein Interesse, von dem sie selbst gar nicht wissen und das es dann archäologisch agitatorisch freizulegen gilt. Oder aber man hat mit diesem objektiven Interesse tatsächlich etwas, das über die Sinnlichkeit von Bedürfnissen hinausgeht
und darum gar kein Interesse mehr sein kann, sondern einen objektiven Maßstab der Kritik, einen moralischen Maßstab der Kritik darstellt. Das Allgemeine, auf das in dem objektiven Interesse rekurriert wird, bezieht sich auf den Maßstab der Vernunft und transzendiert damit gerade dasjenige, was ein Interesse seiner Bedeutung nach überhaupt ist. Noch ein kleines Marx-Zitat zum Interesse. Er schreibt in den Grundrissen: Die Pointe liegt vielmehr darin, dass das Privatinteresse selbst schon ein gesellschaftlich bestimmtes Interesse ist und nur innerhalb der von der Gesellschaft gesetzten Bedingungen und mit den von ihr gegebenen Mitteln erreicht werden kann. Also an die Reproduktion dieser Bedingungen und Mittel immer gebunden ist. Es ist das Interesse der Privaten, aber dessen Inhalt, die Form und Mittel der Verwirklichung durch von allen unabhängige gesellschaftliche Bedingungen gegeben. Zitat Ende. Die Interessen der Menschen unter Bedingungen der kapitalistischen Produktion sind also spezifisch formiert als private, als gegeneinander stehende. Das Beharren auf dem eigenen Interesse und damit auch der vermessene Wunsch, dass mein subjektives Privatinteresse Maßstab der gesellschaftlichen Produktion werden möge, ist schon Ausdruck und Resultat von Verhältnissen, in denen alle Eigenheit und Individualität des Menschen im Tauschwert ausgelöscht ist. Denn der Tauschwert ist das Allgemeine, durch das alle Menschen unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktion aufeinander bezogen sind. Indem dieses Verhältnis nicht die Form eines Verhältnisses der Menschen, sondern eines der Sachen, nämlich der von ihnen hergestellten Produkte, zueinander hat, ist alle Individualität, durch die die bürgerliche Subjektivität sich doch gerade bestimmt, in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang nicht aufgehoben, sondern negiert, ausgelöscht. Dadurch erhält das Privatinteresse den falschen Anschein, sich gerade gegen diese Entfremdung zu richten, wo es doch in Wahrheit Ausdruck dieses entfremdeten Verhältnisses ist. Das Privatinteresse geht auf in den individuellen Vollzug eines entfremdeten Zusammenhangs. Es ist also ein Ausdruck der Unfreiheit, meine Bedürfnisse als Interessen formulieren zu müssen. Anstatt diese hellsichtige marxische Kritik des Interessens als zutiefst an die Privatsphäre des bürgerlichen Individuums gebunden und hierdurch formiert aufzunehmen und für die Abschaffung des Interessens durch eine Befreiung der Gesellschaft und damit der Bedürfnisse zu fordern, machte insbesondere die marxistisch-leninistische Theorie daraus etwas ganz anderes. Sie affirmierte das Interesse grundsätzlich und trennte es dann in Subjektives und Objektives auf. Das Interesse sollte nicht kritisiert werden, da es ja als unmittelbar und damit immer Berechtigtes missverstanden wurde, sondern es sollte stattdessen umgeformt und politisch genutzt werden. Das Interesse als vorgeblicher Selbstzweck des Menschen wurde so zum Mittel, um die Leute zur Revolution zu führen, ebenso wie die Bedürfnisse der Menschen dem Kapitalismus als bloßes Mittel dienen und die Kette darstellen, um sie zur freiwilligen Lohnarbeit zu zwingen. Das falsche bürgerliche Interesse wurde unter dem Blick des Marxismus-Leninismus zum ideologischen Interesse, dem das sozialistische und objektive, weil richtige Interesse entgegengestellt wurde. Als Argument dafür wurde aufgeführt, dass eine Übereinstimmung von gesellschaftlichem und individuellem Interesse erst im Sozialismus überhaupt möglich sei. Dies verkennt, dass das Interesse ein Privatinteresse und als solches notwendig bürgerlich bestimmt ist. Die individuellen subjektiven Interessen, etwa das Interesse an einem Arbeitsplatz, die Menschen innerhalb der bestehenden Gesellschaftsform haben, vielleicht auch haben müssen, und die sich dann auch oft ideologisch als ein Interesse an der bestehenden Gesellschaftsform artikulieren, würden unter herrschaftsfreien Bedingungen, unter denen das Bedürfnis Zweck der Produktion und eben nicht Mittel wäre, wahrscheinlich gegenstandslos werden. Genau gesprochen, wäre also gerade das Privatinteresse, einen Job zu haben und so weiter, ein objektives Interesse, nämlich ein Interesse, das durch die materiellen Gesellschaftsverhältnisse und die Form der Produktion notwendig gemacht wurde. Ich muss mich darüber freuen, dass ich eine schlecht bezahlte Arbeit habe. Aber dieses mit der kapitalistischen Produktionsweise notwendig zusammenhängende und darum objektiv zu nennende Interesse, das jeder Bürger sich als sein Privatinteresse zu eigen machen muss, ist explizit nicht gemeint, wenn von objektivem Interesse in linken Zusammenhängen gesprochen wird.
Im Gegenteil scheint objektives Interesse doch eher das zu meinen, was der Marxismus-Leninismus darunter verstand. Der formulierte als objektives Interesse das, Zitat, Interesse der Arbeiter aller Länder am Zusammenschluss zum gemeinsamen Kampf für den Sieg des Sozialismus und Kommunismus im Weltmaßstab, das ein objektives, vom Bewusstsein der Arbeiter unabhängiges Interesse darstellt. Schön, dass du lachst. Das habe ich aus einem philosophischen Wörterbuch gedruckt in der DDR. Dieses Interesse sei also nicht nur objektiv, sondern es sei zugleich vom Bewusstsein derjenigen, die Träger dieses Bewusstseins sind, vollkommen unabhängig. Das heißt, die Klasse der Arbeiter weiß nicht, dass sie dieses Interesse hat. Da sie heutzutage nicht einmal mehr weiß, dass sie eine Klasse ist, wundert einen das nicht sehr. Doch es ist etwas ganz anderes, ob ich die Existenz einer Klasse als objektiv bestimmen kann, unabhängig davon, ob die darunter subsumierten Menschen dies wissen, dass sie eine Klasse sind oder nicht. Oder ob ich ein Wollen unterstelle, dessen Subjekt einzig in der Hypostasierung des Klassenbegriffs existiert und dass ich darum allen unter diese Klasse subsumierten Menschen als eigenes Interesse unterstelle. Beim auf den Sozialismus gerichteten objektiven Interesse, das der Marxismus-Leninismus durch diese Hypostasierung der Arbeiterklasse zu einem Privatsubjekt mit Interessen erfunden hat, ist es interessanterweise sogar egal, ob es materiell bestimmt ist oder ideell. Weiter heißt es in dem gerade schon zitierten Artikel, die Aneignung der sozialistischen Kultur als ideelles Interesse ist zum Beispiel ein objektives Interesse der sozialistischen Persönlichkeit, das zugleich ihr subjektives Interesse werden muss. Zitat Ende. Vielleicht muss ich kurz noch den Begriff der Hypostasierung erklären. Das heißt, einen abstrakten Begriff zu so etwas wie einem Daseinenden einer Person zu machen. Meine Behauptung ist, also wenn man diesen Klassenbegriff, den man ja objektiv bilden kann, wenn man den gewissermaßen personalisiert und dann dieser durch den Begriff gewonnenen, eingebildeten Person der ganzen Klasse ein Interesse unterstellt, dann hat man dieses objektive Interesse, was sich dann wiederum jeder einzelne Zugehörige der Klasse gefälligst zu eigen machen soll. Die Agitation arbeitet dann daran, eine Einheit zwischen objektiven und subjektiven Interessen herzustellen. Das Objektive soll zum subjektiven Interesse werden. Die Antagonismen zwischen divergierenden Interessen, die bürgerliche Staatstheoretiker über das Allgemeinwohl zu vermitteln versuchten, soll im Sozialismus dann vollständig aufgehoben werden. In dieser explizit auf die positive Bestimmung einer sozialistischen Gesellschaft bezogenen Form taucht das Interesse innerhalb von linken Debatten heute nur noch ganz am Rande auf. Aber gerade in Diskussionen um Moral erscheint das Interesse wieder in zentraler Funktion, nämlich als dasjenige, worauf man sich als aufgeklärter Mensch stützen und dafür das metaphysische Konzept des Guten und Bösen fallen lassen soll. Es hat dabei wesentliche Züge, die der Marxismus-Leninismus ihm aufprägte, beibehalten. Es macht denselben Fehler, indem es sich positiv auf das Interesse bezieht, anstatt es als bloß technisch-praktischer Vernunft gemäß zu kritisieren. Und es kommt mit dem besserwisserisch-autoritären Gestus daher, eine Moral durch etwas Zweckrationales ersetzen zu können, womit es auch wieder dem Wissenschaftsverständnis gerade der gesellschaftlichen Verhältnisse verhaftet bleibt, die es vorgeblich abschaffen möchte. Bei der Erhebung des Interesses zum Maßstab der Kritik geht es nicht darum, was Vernunft für sich selbst will, sondern nur um die technisch-praktische Seite der Vernunft, die in positivistischer Manier so zum bloßen Mittel der Bedürfnisbefriedigung verkommt. Hinter dem Gerede von Nützlichkeiten schwingt jedoch immer noch unreflektiert das moralische Maß des Guten mit, nämlich dann, wenn eben nicht Lottogewinn, Karriere oder Weltherrschaft zum Ziel gewählt werden, um mein Interesse bestmöglich durchzusetzen, sondern die Reflexion auf das Ganze der Menschheit in der Forderung nach der Abschaffung jeder Herrschaft mündet, was dann fälschlich als objektives Interesse betitelt werden kann, um zu kaschieren, dass es sich in Wahrheit um eine moralische Forderung handelt, die rein zweckrational und individuell gar nicht zu begründen wäre. Ohne einen moralischen Maßstab könnte man nämlich verschiedene Nützlichkeiten, zum Beispiel der Nutzen, den die Herrschaft über viele Menschen mir persönlich bringen würde, nicht in gute und schlechte differenzieren. Ein genuin moralischer Maßstab ist darum jeder emanzipatorischen Gesellschaftskritik immanent.
Doch wenn dieser moralische Maßstab nicht explizit gemacht wird, dann schlägt der emanzipatorische Gehalt in ein autoritäres Moment um. Das Autoritäre liegt darin, dass man die Bewusstseine in irgendeiner Weise formieren will, sich dem objektiven Interesse gemäß zu machen. Das ist etwas anderes als Aufklärung durch das bessere Argument, auch wenn es oberflächlich identisch erscheinen mag. Denn in der Formulierung des objektiven Interesses schwingt nicht nur der zwanglose Zwang des besseren Argumentes mit, sondern man maßt sich ein Urteil über die Formierung der Bedürfnisse und damit über die Form und insbesondere den Inhalt der Bedürftigkeit, der Sinnlichkeit der Menschen an. Und das ist vermessen. Mit dem Interesse appelliert man gerade nicht an die allgemeine Vernunft eines Menschen, sondern an seine gesellschaftlich vermittelte Sinnlichkeit. Deshalb ist das obige Zitat, nachdem die sozialistische Persönlichkeit ein ideelles Interesse an Arbeiterkunst haben solle, nicht bloß als Überspitzung zu lesen, sondern es zeigt sehr deutlich die Vorstellung von Vernunft, die hinter dem Appell ans Interesse steht. Sie ist hier nämlich wieder einmal bloß technisch-praktisch gedacht. Wer nichts Besseres weiß, als an das Interesse zu appellieren, zeigt damit vor allem, dass er sich ein wahrhaft ideelles, das heißt etwas, das tatsächlich rein aus Vernunft gesetzt ist, ohne bloß technisch-praktisch als Mittel auf ein Äußeres gerichtet zu sein, gar nicht denken kann. Der in den engen Grenzen der positivistischen Wissenschaft eingepferchte Geist, der gelernt hat, ausschließlich in diesem engen Rahmen zu denken, entdeckt das Interesse dann als taugliches Mittel für die Agitation. Die Nähe zum Positivismus war seit jeher ein großer Mangel materialistischer Gesellschaftskritik, weil Gesellschaftskritik auf die Menschheit gerichtet ist, von der der Positivismus keinen Begriff haben kann. Ein Interesse an der Menschheit kann es nicht geben, auch kein objektives, weil die Verwirklichung der Freiheit der Menschen als gesellschaftliche kein sinnliches Bedürfnis Einzelner ist, sondern ein Bedürfnis der Vernunft, ein Wollen, das rein aus der Reflexion des Denkens auf sich selbst entstehen kann. Als nichtsinnliches und allgemeines hat es mit dem Interesse als sinnlichem und privatem dann nichts gemein. Denn im Wollen der Verwirklichung der Menschheit als Freie geht es gar nicht um die Frage der Vermittelbarkeit oder Unvermittelbarkeit verschiedener persönlicher Bedürfnisse. Die Existenz einer eventuell antagonistischen Verfasstheit von Bedürfnissen stellt unter dem Gesichtspunkt der Vernunftmoral gar kein zu lösendes Problem dar, sondern allein, ob die Bedingungen, unter denen Menschen mit ihren divergierenden Bedürfnissen zusammenleben, Bedingungen ihrer Freiheit sind oder durch Herrschaft sie bedingen. Anstatt also rattenfängerisch an das Interesse zu appellieren und fadenscheinige Bonuspunkte für die Bedürfnisbefriedigung nach der Revolution zu versprechen, sollte die Aufklärung über die menschenfeindlichen Verhältnisse des Lebens unter Bedingungen der Selbstverwertung des Wertes lieber deutlich machen, dass alle Menschen als Menschheit moralisch aufeinander bezogen sind und dass es mir darum nicht egal sein darf, wenn eine Gesellschaft Elend produziert. Und zwar auch dann nicht, wenn die Betroffenen mir persönlich unbekannt sind, unsexy aussehen oder ihr Elend sogar meinen Interessen zugutekommt. Die Forderung, die herrschende Verwechslung von Sittlichkeit und Moral zu kritisieren und nicht ihr aufzusitzen, ist darum auch keine begriffliche Haarspalterei. Das Beharren auf der Differenz zwischen Sittlichkeit und Moral ermöglicht nämlich erst sowohl die richtige Kritik an bestehenden Verhältnissen als auch an einem Vernunftbegriff, der Vernunft bloß technisch-praktisch versteht und die Frage nach der Notwendigkeit der Weltrevolution damit auf eine Interessensabwägung reduziert. Dankeschön.